die Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren uns, sie brummen, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit. Helferautos. Vor den Garagen der Helferautos ist der Kran bei der Arbeit. Er setzt riesige Badewannen in die Gruben. Ich frage mich, wozu? Oh, die Badewannen werden mit Farbe gefüllt. Schau mal, ein kleines Pferd. Wartet es auf den Bus? Die Badewannen sind bis zum Rand mit Farbe gefüllt. Das sind schöne Farben. Aus einer der Garagen fährt ein grauer Bus raus. Wir werden ihn anmalen. Der Bus taucht in die Farbe. Oh, man sieht nicht einmal mehr sein Dach. Welche Farbe hat der Bus? Rot. Ja, genau. Das Pferd wird mit dem roten Bus fahren. Das Hündchen hat den Bus verpasst. Keine Sorge, Kleines. Aus der Garage fährt ein Bus für dich raus. Wir malen ihn grün an. Oh, wie schön! Das Hündchen steigt in den grünen Bus. Eine Katzenmama bringt ihre Jungen zur Bushaltestelle. Eines der Kleinen scheint zu fehlen. Die Katzenmama ruft ihr Junges. Oh je, das Kätzchen spielt mit der Farbe. Kleines, deine Pfote ist ja lila. Lass sie uns waschen. Na los, geh zu deinen Geschwistern. Die Katzen werden mit dem lila Bus fahren. Gefällt euch diese Farbe? Steigt ein Kätzchen. Eins. Zwei, drei, vier. Gute Fahrt, ihr Kleinen. Was denkst du? Wo sind all die Busse, die wir angemalt haben, hingefahren? Da sind sie. Sie stehen an der Ampel. Rot, gelb, grün. Die Busse können weiterfahren. Die Fahrgäste freuen sich, denn die Busse bringen sie auf den Spielplatz. Das Pferd spielt im roten Ballbecken. Das Hündchen möchte rutschen. Du bist aber mutig. Die Kätzchen springen aus dem lila Bus. Sie wollen im lila Ballbecken spielen. Da kommt ein orangefarbener Bus mit einem gelben Streifen. Er wird die Tiere nach Hause bringen. Na los, kleines Kätzchen, der Bus wartet. Danke, Busse. Ihr habt gute Arbeit geleistet.
Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit. Helferautos. Aus der roten Garage fährt ein Feuerwehrauto raus. Schau dir mal die Leiter an. Sie fängt an zu rosten. Das Feuerwehrauto muss in die Werkstatt. Weißt du, welches das Werkstattschild ist? Das rechte. Das mit dem blauen Schraubenschlüssel. Das Feuerwehrauto fährt nach rechts. Hier ist die Werkstatt. Das Tor geht auf. Rein mit dir. Das Feuerwehrauto ist zur Inspektion gekommen. Checken wir zuerst die Räder. Das Vorderrad lässt sich lenken und beide Räder drehen sich. Und auf der anderen Seite? Prima, diese beiden Räder sind auch in Ordnung. Die Warnleuchten gehen an und aus. Die Türe des Seitenabteils geht hoch. Der Wasserwerfer ist an seinem Platz. Der Spiegel ist schmutzig. Machen wir ihn sauber. Oh je, mit der Leiter stimmt was nicht. Sie lässt sich kaum drehen. Und ausfahren lässt sie sich auch nicht. Automechaniker! Wir müssen die Leiter mit Maschinenöl einschmieren. Der Mechaniker schnappt sich mit seinem Greifarm das Öl und macht sich an die Arbeit. Mal sehen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und jetzt hoch und runter. Die Leiter lässt sich ausfahren. Danke für deine Hilfe. Das Feuerwehrauto hat die Inspektion bestanden und kann sich an die Arbeit machen. Wer braucht Hilfe? Notruf. Im Freizeitpark ist die Hilfe des Feuerwehrautos gefragt. Ein Hündchen sitzt auf dem Riesenrad fest. Das Feuerwehrauto fährt so schnell es kann. Und hier ist das Hündchen. Es kann nicht runter. Das Riesenrad dreht sich nicht mehr. Das Feuerwehrauto fährt seine Leiter aus. Spring, Kleines! Jetzt bist du wieder in Sicherheit. Wenn das Riesenrad repariert ist, kannst du wieder damit fahren. Aus den Garagen fahren ein Pickup und ein Kranwagen raus. Im Ladekasten des Pickups befindet sich ein Zahnrad. Die Helferautos werden das Riesenrad reparieren. Und los geht's. Kranwagen, nimm das neue Zahnrad. Setz es an seinen Platz. Das Riesenrad läuft wieder. Gut gemacht, Helferautos. Sie bringen uns schnell, die Scheinwerfer sind so hell, sie helfen uns viel mit.
Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren zu brummen, keine Zeit zu verschlummern. Sie helfen uns viel mit Helferautos. Ein Autotransporter fährt zu den Garagen. Ich frage mich, was er vorhat. Aus den Garagen fahren Rennautos raus. Jedes Auto hat eine andere Farbe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Autos fahren nacheinander auf den Autotransporter. Die Plattform geht hoch und los geht's. Der Autotransporter fährt die Straße entlang. Schaut mal, das Feuerwehrauto fährt aber schnell. Es brennt wohl irgendwo. Vorsicht! Oh nein! Drei der Autos sind runtergefallen. Wer kann ihnen helfen? Aus der grünen Garage fährt ein Fahrzeug raus. Ein Kranwagen. An seinem Ausleger befindet sich ein Magnet. Damit kann er die kleinen Autos hochheben und wieder auf den Autotransporter laden. Der Kranwagen ist bei den Autos angekommen. Der Magnet senkt sich und hebt das Auto hoch. Das gelbe Auto ist wieder an seinem Platz. Der Kranwagen stellt das lilafarbene Auto auf die Plattform und zum Schluss das blaue. Prima, der Autotransporter kann weiterfahren. Dankeschön, Kranwagen. Das ist eine Rennbahn. Da fährt der Autotransporter also hin. Die kleinen Autos werden ein Rennen fahren. Die Plattform senkt sich. Autos, fahrt runter. Auf die Plätze, fertig, los! Die Autos fahren in die Kurve, sie fahren die Rampe hoch und springen. Noch ein Hindernis. Und wieder eine Rampe. Oh je, das rote Auto hat eins seiner Räder verloren. Die Helferautos fahren aus ihren Garagen raus. Ein Krallenbagger und ein Abschleppwagen. Der Abschleppwagen lässt seinen Haken runter. Er hebt das rote Auto vorsichtig an. Der Bagger schnappt sich das Rad. Sie montieren das Rad. Fertig, du kannst weiterfahren. Dankeschön. Das rote Auto beeilt sich, um das Rennen zu beenden. Juhu, es ist am Ziel angekommen. Die anderen Autos freuen sich für das rote Auto. Jetzt wird der Autotransporter die Autos wieder zu ihren Garagen bringen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Helferautos. Thank you.
Autos, sie bringen uns schnell. Die Scheinwerfer sind so hell, sie helfen uns viel mit. Die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren und sie brummen, keine Zeit zu verschlummern, sie helfen uns viel mit. Helferautos. Schaut mal, aus der Garage fährt ein großes Fahrzeug raus. Das ist ein Kran. An seinem Ausleger hängt eine große Abrissbirne. Und was für ein Fahrzeug ist hinter dem gelben Garagentor? Ein gelber Wasserwagen. Ein blauer Wasserwagen, ein grüner Wasserwagen, ein roter Wasserwagen. Lasst uns Wasser in den Tank füllen. Oh, im Tank sind Bälle. Ich frage mich, wo die Fahrzeuge hinfahren. Rot, anhalten. Gelb, grün, ihr könnt weiterfahren. Ein Häuschen mit einem gelben Dach. Kran, drück auf den Knopf. Aber vorsichtig. Gut gemacht. Das Tor geht auf. Gelbe Bälle. Und ein gelber Fisch. Der gelbe Fisch kommt in den Wassertank. Spring! Der Kran fährt zum nächsten Häuschen. Es hat ein blaues Dach. Blaue Bälle und ein blauer Fisch. Spring in den Wassertank. Lasst uns das Tor des Häuschens mit dem grünen Dach aufmachen. Grüne Bälle und ein grüner Fisch. Spring! Dieses Häuschen hat ein rotes Dach. Öffnen wir das Tor. In diesem Häuschen wohnt ein roter Fisch. Spring! Oh, das ist ein Ballbecken. Da kommen jetzt die bunten Bälle rein. Viele, viele Bälle.
und hier sind die Fische. Schwimm, kleiner Fisch. Noch einer. Noch einer. Und noch einer. Das gefällt den Fischen. Sie bringen uns schnell, die Schirmwerfer sind so hell, sie helfen uns viel mit. Die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren und sie brummen, keine Zeit zu verschlummern, sie helfen uns viel mit. Helferautos. Aus einer Garage der Helferautos fährt ein Krankenwagen raus. Auf dem Dach der Fahrerkabine befinden sich Warnleuchten. Auf der Seite hat er ein rotes Kreuz. Hinten sind Türen und in diesem Abteil ist ein Erste-Hilfe-Koffer. Noch ein Krankenwagen. Oh, eine seiner Warnleuchten fehlt. Fahr wieder in die Garage und schau nach, ob die Warnleuchte da ist. Schon besser. Jetzt seid ihr einsatzbereit. Eine Hundehütte. Da hustet doch jemand. Das ist ein kleines Hündchen. Das kleine Hündchen hat Halsweh und muss medizinisch behandelt werden. Sollen wir einen Blick in das hintere Abteil des Krankenwagens werfen? Ja, genau. Ein Erste-Hilfe-Koffer. Prima, da ist Hustensaft drin. Das Hündchen bekommt einen Löffel von dem Hustensaft. Braves Hündchen. Dir wird's schon bald wieder besser gehen. Dankeschön, Krankenwagen. Tschüss. Der blaue Krankenwagen fährt auch zu einem Einsatz. Ein Stau. Der Krankenwagen schaltet seine Sirene ein. Die anderen Fahrzeuge machen ihm Platz. Ich frage mich, wo er so schnell hinfährt. Das ist ein Kätzchen. Es kratzt sich hinter dem Ohr. Es juckt schon wieder. Schau mal, Kätzchen, der Krankenwagen ist da. Kratzt du dich an der Stoßstange? Lass uns nach einer Salbe für dich suchen. Spring rein. Mach den Erste-Hilfe-Koffer auf. Nimm mit deiner Pfote etwas Salbe und reibe dich an der Stelle, an der es juckt, damit ein. Na also, dem Kätzchen geht's schon besser. Danke, Krankenwagen. Die Krankenwagen sind wieder zu ihren Garagen gekommen. Bis ein neuer Notruf eingeht, können sie sich etwas ausruhen.